Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Friedrich Ratzel. Die Eiszeiten in Deutschland. Als die Wärme abnahm, die in der mittleren Tertiärperiode Deutschland ein subtropisches Klima gegeben hatte, floss das Eis von den Gebirgen Skandinaviens nach Süden und von den Alpen nach Norden vor. Wo heute die Nordsee liegt, trafen damals die Gletscher Skandinaviens und Britanniens zusammen, und das Eis lag von der Rheinmündung bis zum Harz. Sein Rand zog dann im Elbtal bis Dresden und umsäumte die Sudeten. Von den Alpen aber stieg das Eis herunter, bis es vor den Toren von München und Augsburg, in Oberschwaben und auf den südlichen Vorbergen des Schwarzwaldes stand. Dieses Eis hat nicht bloß da gewirkt, wo es Felsboden schliff und Schutt ablagerte, sondern weit darüber hinaus durch den kalten Hauch, der von ihm ausging und in den polaren Bürgern unserer Tier- und Pflanzenwelt seine Zeugen hinterlassen hat. Es kam dann eine Zeit, in der das Eis zurückging, und auf dem frei gewordenen Boden entwickelte sich eine reiche Vegetation, deren Reste wir mit denen großer Säugetiere und auch des Menschen in dem Glimmersande, Spatsande, Korallensande des norddeutschen Tieflandes finden. Dann legte sich eine neue Eisdecke über das Land, die nicht ganz so ausgedehnt war wie die erste. Als auch sie zurückging, ließ sie, ebenso wie die erste, einen Geschiebelehm zurück, worin geschliffene und gekritzte Geschiebe von scharfen Umrissen neben gerollten Steinen liegen. In den deutschen Mittelgebirgen stiegen Gletscher im Schwarzwald, im Böhmerwald, im Riesengebirge bis 700 Meter herab. Überall haben die alten Moränen kleine Seen abgedämmt, die als grüne und blaue Edelsteine dem ernsten Gestein und dunklen Wald dieser Gebirge eingesetzt sind.